Ja, hey Leute, Mr. Zeptex hier und herzlich willkommen zu einer schaurig dunklen Nacht. Denn heute ist Halloween und mich würde es mal interessieren, ob ihr heute auch um die Häuser zieht, um ein bisschen Süßigkeiten zu sammeln. Und da ein bisschen hier Süßes, sonst gibt es ja auch, ich habe ein Löwenkostüm an. Und ich dachte mir eigentlich, wir könnten nochmal für diesen Part, hier war doch irgendwo am Strand von dieser Maskenverkäufer, holen wir uns doch mal ein kleines Kostümchen. Und setzen mal eine kleine Maske auf und vielleicht überfallen wir dann mal eine Bank, machen so ein bisschen Süßes oder Saures hier mal in GTA. Und so, hoppala. Und schauen einfach mal, was die Folge bringt. Wenn das nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle, kann man das auch wieder abbrechen natürlich. Und dann irgendwie Mission weitermachen oder sowas. Bam, bam, bam. So. Die Kurve ist aber echt ein bisschen... So. Also ich habe die letzten Parts Story ziemlich durchgezogen. Fand ich auch für mich jetzt ganz geil, weil ich halt, das habe ich euch glaube ich auch mal erzählt, abgesehen von diesem Let's Play, kein GTA 5 spiele, einfach um mich nicht selbst zu spoilern, weil es ist einfach scheiße, wenn man so ein Let's Play blind anfängt und dann kommt immer der Punkt, wo man schon gespielt hat und dann weiß man, wie alles geht, dann weiß man, wo alles ist, dann weiß man, was passiert. Man ist nicht mehr so überrascht, also ich sag mal, selbst wenn irgendeine gefühlstechnische Regung während des Let's Plays kommt, die wäre 100% gefaked, weil man das alles ja schon kennt und das ist scheiße. Also ich Let's Play, wenn ich Let's Play, ja dann immer blind. Keine Angst für alle, die das Let's Play und mich hassen. Bam, Assassin's Creed 4 werde ich nicht Let's Playen. Aus dem ganz einfachen Grund, Assassin's Creed 3 war zwar ganz cool, das Spiel. Assassin's Creed 4 habe ich mir auch zugelegt, werde es vielleicht auch mal zocken, aber ich habe jetzt einfach nicht so den übelsten Bock, das Ding zu Let's Playen. Also, da fehlt mir einfach so ein bisschen der Anreiz dafür. Also, ich habe einfach gesagt, wenn ich wirklich mal Let's Plays mache, ich habe ja gesagt, ich will nicht so viele Let's Plays machen, GTA 5 jetzt, war ein Game, auf das ich einfach den übelsten Bock hatte. Ich muss ja mal für meinen Laden fahren, das können wir sonst auch mal gleich machen, wenn es mit den Masken nicht klappt. Und deswegen habe ich es Let's Played. Und Assassin's Creed 4, ja, ich freue mich drauf, aber es wird dazu kein Let's Play geben. Genauso werde ich... Der ist davor gesprungen. Sorry, aber das war ich nicht. Und genauso werde ich auch kein Battlefield 4 Story Let's Playen oder sowas. Das finde ich alles ein bisschen, doof irgendwie, weiß ich nicht. Also ein Story Let's Play, nee. Kauf mir eine Maske. Ich will eine Maske. Gib mir eine Maske, du Hurenkind, Alter. Ah. Um die Masken anzusehen. So ein Monster wird natürlich für Halloween schon mal ganz gut passen, oder? Oder so ein... Oh ja. Nee, ich glaube, ich nehme mir so eine Halloween-Maske. Ja, so ein hier. Oder? Nee, es ist Freitag der 13. Das ist ja gar nicht Halloween. Haha. Nee, dann nehmen wir ein Monster. Grün oder rot? Eine grüne Monstermaske. Jetzt ausrüsten? Ja. Ich bin ein Monster. So, dann fahren wir zu Smoke on the Water. Die brauchen ja meine Hilfe. So. Ja. Das ist wohl ganz ordentlich hier, meine Freunde. Ach ja. Ich muss hier gleich zum Laden hin. Ich muss jetzt zu diesem komischen Missionspunkt dann hin. Was ist hier? Beverly, nein. Dom. Nein, Attentat, nein. Immobilie, Smoke on the Water. Aber wir lesen uns noch eben die E-Mail, die wir gekriegt haben. Oh, wie viel Fahrrad ist die Zeit von der Lieferung? Ja, hab ich. Müsstest du mir nur sagen, wo ich hinkommen soll. So, aber... Wir haben die Monstermaske ja nicht aus Spaß drauf. Wir wollen ja auch ein bisschen Spaß mit der Monstermaske haben. Oh, cool, dude.
Also, ja, zum Thema Battlefield 4. Wenn das Video jetzt online ist, werde ich gestern Battlefield 4 schon gekriegt haben. Werde auch bestimmt schon die ein oder andere Runde bestimmt auch schon mal gezockt haben dann. Beta hatte ich extra nicht gespielt, weil ich halte nicht viel davon, sich einen Eindruck vom Game über eine Beta zu machen. Natürlich, wenn man jetzt auf ein Game wartet wie die Sau, opala, und will wirklich ums Verrecken spielen und will wissen, wie das ist und alles scheißegal, Hauptsache man kann reingucken. Da kann ich es auch verstehen, wenn Leute eine Beta spielen, definitiv. Aber ich sag's mal so, für mich ist es nichts, weil ich bin einfach kein Freund von unfertigen Sachen. Und ich habe einfach schon zu oft mir eine Beta oder eine Alpha oder irgendwas zu einem Spiel angeguckt. Im Ernst jetzt? Das tötet mich jetzt? Also, so dramatisch sah der Sturz jetzt nicht aus. Ich weiß, ich habe nur ein halbes Leben gehabt, aber so heftig war das jetzt auch nicht. Egal. Ich wollte eh auf Michael wechseln. Also, Läden überfallen machen wir doch nicht. Zombie-Maske fand ich schon ganz witzig. Wo war ich jetzt? Beta, genau. Und ich habe halt schon öfters Games in der Alpha, schrägstrich in der Beta angeguckt und dachte mir dann halt immer, dass sie mich mit der Maske gebundelt haben, ist ja auch geil. Dachte mir dann halt immer so, ja, die sind voll scheiße und bla bla. Und hinterher waren sie dann doch ganz geil. Bestes Beispiel, also aus meiner Sicht jetzt dafür, ist League of Legends. Mir hat echt vor Ewigkeiten mal jemand gesagt, komm, spiel mal LOL. Ich habe es mir angeguckt, ich hab, da war es noch in der Beta gewesen und ich fand es total scheiße. Es sah total scheiße aus, ich habe es nicht verstanden, ich hatte keine Ahnung, wie es geht und hatte dann auch irgendwie keinen Bock, das überhaupt irgendwie zu zocken. Und ich beiß mir jetzt sowas von in den Arsch, dass ich damals die Beta gespielt habe, weil dadurch war ich lange, lange Zeit extrem voreingenommen, was LOL angeht. Und habe jetzt erst, wo Thrash rauskam, ja angefangen, das wirklich zu spielen und da mochte ich es auch. Und ich sag euch, hätte ich damals nicht Beta gespielt, also was ist gespielt, ich hab... Oh, ja, was? Na, was? Erzähl mir weiter! Komm her, Schlampe. So, hab ich noch einen Elektroschocker? Nein, hab ich nicht. Oh, Schlampe, bleib stehen. Ihre Brille ist weggefallen. Schlampe, bleib doch mal stehen, Alter. Die flitzt aber auch, du. Meine Fresse. Bleib doch mal stehen. Junge Frau. Wie, sie haben kein Geld, alte Frau. Männer löscht sie. Und die Dreckschlampe baumelt in der Festhalteschlaufe. Oh. Hat ein Messer ausgepackt oder was, der Hurensohn, Alter. Und weg. Schlampe ist tot. Na, 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 na. So, der. What's up, homie? How's everything going with you? Great. Really great. How are you? Well, I know how you are. So it's true what they say about you weirdos, then. Hey, last night I was in 45 different places at the same time. I know my truth, brother, brother. Good for you then, homie. You're nothing unless you're running your own bar. Ach, die finden mich jetzt. Shit. Dude. Ja, wir haben mich gefunden. Gott.
Ja, und das ist wieder so ein Beispiel dafür, warum schneidet der mir jetzt hier den Weg ab? Aus einem ganz einfachen Grund, um mich abzufacken. Und nichts anderes. Auch dass der jemand auf der Straße stehen bleibt, das soll mich einfach nur blockieren. Das ist zum Kotzen, ist das. Und sowas regt auf. Sowas regt... Na gut, den habe ich jetzt selber gerannt. Weil ich eigentlich ihn hier ausweichen wollte, weil ich dachte, der fährt geradeaus rüber. Der hat nämlich auch wieder so perfekt gepasst, dass er mich dann genau erwischt. Ja, und natürlich. Wieso sieht er mich? Och, meine Fresse. Keine Ausweichmöglichkeiten auf der Straße und die Bullen kommt hier entgegen. Soll ich umdrehen und den anderen wieder entgegenfahren, oder? Wie stellt man sich das hier in dem Game vor? Ja, ich weiß, ich bin wieder der dumme Semtex, der ja über alles nur rumflamet und in echt eigentlich nur nichts kann und der schlechteste Spieler der Welt ist und das eigentlich nur verstecken möchte, indem er die ganze Zeit rumflamet und hast du nicht gesehen. Ich weiß, ich bin so ein mieser Ficker, bin ich. Aber ganz ehrlich, manchmal regen so eine Sachen einfach auf. Dann kommt genau in dem Moment, schert da ein Auto aus, wo du vor den Bullen verfolgt wirst und das regt einen einfach auf. Und ganz ehrlich, Leute, es ist, das Let's Play, wie ich es in meinem Stil mache, wie ich das Spiel spiele, und ich werde mir nicht vorschreiben lassen, wie ich dieses Spiel zu spielen habe. Und da werden mich auch keine 5000 Hate-Kommentare zu bewegen, irgendwie da Einfluss drauf zu nehmen. Weil ganz ehrlich, wenn ich eurer Meinung nach das Spiel nicht gut genug spiele, weil ich nicht in 10 Sekunden von den Bullen wegkomme oder weil ich mal mit dem Auto irgendwo anditsche, was meiner Meinung nach meine persönliche Note dieses Let's Plays ausmacht, dass ich halt faile. Das ist, finde ich, etwas Besonderes an mir. Dass ich halt nicht Mr. Perfect-mäßig da jede Mission auf Gold da beim ersten Versuch rausklatsche. Weil so ein Let's Play finde ich als Zuschauer auch langweilig, mir anzugucken. Muss ich ganz ehrlich sagen, so ein Mr. Perfect da. Kennt ihr zum Beispiel das Mirko-LP? Ich glaube nicht. Ist schon ein bisschen... Ja, natürlich fährt der hier oben lang. Aber natürlich geht der hier oben mal eben gucken, ob ich nicht zufällig da bin. Hat ja auch sonst nichts zu tun, der feine Herr. Und natürlich ist eine Sekunde später sind meine Sterne weg und ich bin vollkommen umsonst in diesen verfickten Graben hier reingefahren. So, wir wechseln jetzt auf Michael. Ich habe keinen Bock zurückzufahren. So. Das Mirko-LP. Auch jemand, der hat so ältere Gameboy-Spiele, also was ist Gameboy-Spiele, so ältere Nintendo-Spiele und so gespielt. Mega Man und auch diese Kaizo Mario heißt das, glaube ich. So eine extra schwere Version von Mario und so ein Kram. Und der raged und der regt sich auf, die scheiß Japaner. Okay. Und hast du nicht gesehen, also der scheiß Japaner und sucht dann noch von irgendjemandem den Facebook-Account raus, um die eine Hassnachricht zu schreiben und sowas. Ich habe das extrem gefeiert. Es gibt so ein Best-of-Video von ihm. Mega geil. Ehrlich, Leute, mega geil. Und der ist auch nicht um jede Ecke direkt rumgesprungen. Klar, das waren extra schwere Games, dass man da vielleicht noch einmal mehr failt. Das ist auch irgendwo... Ich weiß nicht, wo ich diese behinderten Felgen her habe. Habe ich mir die immer mal aus Spaß ins Auto getackert oder kamen die von alleine daran? Egal. So. Und wie gesagt, das ist halt mal failt, dass ich mal woanders schippe. So, was willst du für mich tun über Haynes, den Rest der FIB, die IAA und everyone else, huh? History is written by the living, okay? We can pin most of it on Agent Sanchez. I get that story right and the agency and bureau will back off. The problem we need to deal with is Trevor. Trevor? Why? Try Meriwether, Chinese gangsters, general insanity, and so on. I can spin Steve that you're controllable, but not Trevor. Steve? He's our wounded hero right now. I gotta cozy up to him, calm him down. Just get me out. So, wie gesagt, jedenfalls macht dieses Gefail und so, finde ich, mein Stil hier in dem Let's Play aus. Und deswegen werde ich das natürlich auch beibehalten. Und auch in zukünftigen Let's Plays werde ich nicht perfekt spielen. Und wen er stört, da ist die Tür. Der kann gerne gehen. Ein Smoking. Ich hätte doch einen Anzug an. Smoking. Yeah. Nee, Smoking ist nochmal was anderes, ne? Ich weiß, Baby, ich sehe gut aus. Ich muss mal nicht selber fahren, da kann ja auch nicht viel schief gehen.
Komm, Fett, sag schon ein. The Oriental Theater on Vinewood Boulevard. Open that champagne, Jimbo. Woohoo! Me and the big dog getting our drink on. Hey, hey, where you going with that? Woo, my dad's a movie producer! I will send you money. That is messed up. Jimmy, get back down here. Which makes me a movie producer's kid. Jimmy! I'm gonna ride out the next two recessions without ever having to work. And I'm gonna get a sports car and a drug habit before appearing on Reality Rehab Show. And then, I'm gonna sell my story and become really judgmental. And I'm gonna use all the contacts I make in treatment programs to become a producer too. And I'm gonna make even shittier movies than my dad does. Cause I don't care about movies like him. For me, it's just an opportunity thing. Woo! Yeah! You see the Striz Edge losers? Ja, so glaube ich wirklich. Hear that, Vinewood? You hear that, Vinewood? Hey, I hear it, and I don't like it. We're going to the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. Get back down here. Ja, so glaube ich wirklich, sind einige Kinder von Promis drauf, Alter. Like, gawk at celebrities from behind a barrier. We're actually, like, properly invited. V to the I to the P. Jimmy, read my neck rolls. Entitled. E-N-T. Titled. Because I am. Jimmy! Oh, Pop, chill. I'm done spraying this shizzle. Let's take a drink. How are you? Jimmy, shut up a second. Hey, Devin, look. I need to say about Molly, man. I'm sorry, but I didn't do it. I told you to slow it down, slick. It was an accident. I was there, but I had nothing to do with it. Sure, yeah, hey. You made a fool out of me, Michael, and that is something I'm not gonna forget. Look, Devin, I said I'm sorry. I feel bad for you, but you don't threaten me, because this movie's happening, all right? So let's just calm down and try to be friends again. Oh, absolutely, Slick. Forgive and forget. Namaste. Check it Namaste, out. Bitte. It's a premiere. Hot, you know, I'm really proud of you. Well, thank you, Jim. Where are the girls? They'll hide by showing up too late. Of course they will. And have you ever thought maybe I shouldn't shoot sex scenes in a green screen kind of environment? Yeah, yeah, it's the thought has crossed my mind, I suppose. Thanks, Antonio. Give me nice and tight. Hey, it's Laszlo on the red carpet of Meltdown. Some big stars, some beautiful dresses. We're gonna see some side boot tonight. Come on. We did it! Solomon! We fucking did it! Fucking A! Fuck you, fate! I may be a lecherous old has-been, but I'm a has-been with a premiere at the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. I'll see you in there, kid. Hey, thanks. Enjoy the picture, everyone! Mr. Richards, hi. If I could just bother you for a second. I'm Laszlo from Fame or Shame, but I do some acting on the side. I was wondering if... Oh, yeah, of course. You should come see me, kid. I think I got a project that would be perfect for you. Oh, that's fantastic. It's called The Closet. Really modern stuff. Pervert. Come on. No. Let's go over here. Lying, okay? I never had surgery. Come on. Milton, hi. Sorry to bother you. Quick question. Get in here tight. Loved the movie. Oh, thank you so much. I appreciate it. When you were that polar bear and you had to eat your baby, I mean, that okay. was... Okay. All right, Jesus Christ. That was emotional, Stick. Can I just have a hug? Okay. That really affected me. All right, I gotta go. Thank you so much. Excuse me. Come on, let's get in there. Ah, Laszlo. Oh, shit. Come on, shit, dick. Where the hell is she? Looks like she stood you up. Hey, hope I'm not too late. I wouldn't miss this for the world. Devin, the fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Meltdown. Congratulations, Mikey. We did it. Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer. Such a pleasure working with you. You see, I was here. Unlike your wife. Seems to be stuck at home. You twisted fuck! You're a dead man! Let's go, Jim. Come on. Oh, the girls are in danger. We gotta get to the house.
Alter. What happened? I don't know. This rich asshole is pissed off at me because I didn't shit-can the movie. And then his lawyer died, and he just told me he's gonna hurt your mom. You killed his lawyer? And now he's gonna kill Mom and Tracy? He ain't gonna do anything if I got a say in it. But you fucking killed his lawyer? No, I didn't. It was an accident. I would never do anything to put you in danger. Shit. All right. Okay. Oh, scheiße. They're tough. This is just a movie guy, right? He's not a gangster or anything. No, he's not a gangster. He's just extremely rich. He says he's got all these connections. I'm sure it's just talk. Fuck. Fuck. That's not a family car. All right, Jimmy, you keep yourself concealed. I'll go get the girls. Be careful, Dad. Oh, blöde Tür. Daddy's home, you... Was? Was? Amanda ist tot, warum? Ich hätte doch gar nicht auf sie geschossen. Oh. Weißt du, kommst du rein mit seiner Familie retten? Ist auch falsch. Assis, Alter, Assis. Ja komm, lade zu hier, Spiel. The fuck are you doing? The fuck are you doing? Zack. Okay, okay. You just stay here. Keep your heads down. Be safe, baby. Don't you worry about me. Clear the building. No one leave. Fire in the hole. Neither do I. Just keep calm. We got four. Are you okay? I'm fine, Trace. You just stay down, sweetie. Oh, Maka. Warum hab ich auf den gezielt? No one's gonna kill you. Daddy's got this. Kill, kill, kill! Oh shit. Give me cover! Go, go, go! Salam alaikum! Jason Mahal! Oh fuck, 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 fuck! Und schon wieder. Ich weiß, es kommt wieder. Das ist so lächerlich. Bäh. Aber ich wollte wieder den Sprengsatz auslösen, den ich da extra vorbereitet hatte, und lege einen neuen. Weil ich wollte da nicht so reinrushen, ich wollte es endlich mal ein bisschen cleverer machen und leg wieder einen neuen Sprengsatz. Ah, da ist noch gar keiner. Frag out! I need you to cover me, asshole! Not yet! Stay put! Take him down, clean! Neither do I. Just keep calm. Are you okay? I'm fine, Trace. Just stay down, sweetie. I need cover. You're mine! Ja, komm. Close in! I told you to fuck off! Someone cover! Sind
So, bist du, Motherfucker? Get the shot! So. Wo ist der nächste von euch Pissern? Hat. Okay, wie geht's denn von mir? Scheint wohl jetzt alles tot zu sein. Trace! Amanda! I think they're gone! Ja, sieht gut aus. Ich weiß nicht, wer gerade noch in der Schrotflinte rumgeballert hat, aber gut. You dick. No, are you all right? No, it's not. What was that? Someone there? Trevor. I'm gonna start shooting. Fuck. Yeah, you like that, don't you, huh? Take it off. Der Junge? Get the fuck off me. I thought I was on that guy. So you sit on his face? It's called teabagging? Teabagging! Voll das Battlefield 3 Outfit auch, Mann. Zu geil. Gut, Familie ist gerettet. Gerettet. Die sind doch gerettet. Ja, lad zu, lad hinne, komm. Ey, die Mission war richtig geil. Die hat richtig Spaß gemacht, ey. Das muss ich mir ganz ehrlich sagen. My house. So I asked Amanda and the kids to move out for a few days. I hate to say it, but Meriwether isn't short on excuses to come and kill you, nor does Devin Weston. I ain't looking for perspective, Lester. They came after my family. All right, right. I don't know what to say. Does this change where you stand on the Union Depository? Hell no. We move on that right away. Before it gets any hotter. That's smart. Meet me at the strip joint. I'll get word to Frank and Trevor. Gut. Also, wir treffen uns jetzt am Stripclub mit den anderen Jungs und planen den absoluten großen Mega-Coup. Seid morgen dabei, wenn es weitergeht mit GTA. Ich werde den Part jetzt an dieser Stelle beenden. Bling, bling, Dollar-Bills. Bis denn, euer Mr. Semtex.